Hey ho YouTuber und willkommen bei meinem neuesten Projekt bei mir auf dem Channel, und zwar spielen wir zusammen Rise, Son of Rome. Oben links steht es, wir spielen das Ganze mit dem Xbox Controller. Ich bin durch einen Kollegen auf das Spiel gestoßen und wollte euch mit euch zusammen das durchzocken. Ich zeige euch nur das Anfangsmenü, man kann unwahrscheinlich viel hier machen, das seht ihr ja. Individualisierung, Fähigkeitsverbesserung, die kommen auch im Spiel, weil diese Hinrichtungen verbessern. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die in dem Spiel relevant wird, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber das sei uns jetzt erstmal egal. Achso, hier Sammlerstücke. Da seht ihr, also in jedem Level gibt es Bereiche, die man sammeln kann und die man halt füllen muss. Ist vielleicht wichtig für Auszeichnungen oder andere Dinge. Der Zeitstrahl ist ganz einfach, in die Kapitel zu springen, beziehungsweise wir starten eine neue Kampagne, weil ich bin mal reingegangen, halt wegen den Grundeinstellungen. Sekunde, das mache ich nochmal mit der Maus. Das zeige ich euch hier. Weil die reden sehr leise. Deswegen, wenn ich auch dazwischen quatsche oder so, habe ich mal Untertitel angemacht. Und wir fangen natürlich ein Spiel an. Das heißt, eine neue Kampagne. Und starten jetzt Söhne von Rom. Wir spielen das Ganze auf normal. Centurio wird mir wohl zu hart sein. Weil ihr seht, das wird recht knackig. Aber es macht auf jeden Fall Laune. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Unterstützt meinen Channel, supportet. Ja, wir wollen eine neue Kampagne starten. Und das tun wir jetzt. Wieder ein vernünftiges Kampfspiel zu zocken ist ja immer gut. Ich drücke jetzt nicht überspringen, weil sonst überspringe ich nämlich auch die Anfangssequenz und das Anfangsvideo. Der Imperator läuft durch den Bau. Meine Lenkung ist mir abgestürzt. Gut, dass es nicht auf die A-Taste gefallen ist, sonst hätte ich mich wieder geärgert. Alles nochmal zocken. Ja, zocken und an einer Kippe greifen ist immer schlecht. Achso, wir spielen das Ganze natürlich in HD Plus, also 1920x1080. Er ist hier. Götter, steht mir bei. Er will mich töten. Blutiges Weinen von der Götterstatue. Der Schiss in die Büchs. Wer schützt euren Kaiser? Schicke Kulisse, muss man sagen. Ich, Nero Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen. Willkommen im Krieg und hier mittendrin. Rise, Son of Rome. Centurio Severus, zu mir! Stelle dich am höchsten Ort, auf den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, flieht sie. Der Sieg wird unser sein. Für Ruhm und Ehre! Also, wir spielen am Anfang ein kleines Tutorial. Ja, da werden nur die Tasten erklärt. Ich spiele es extra mit dem Xbox Controller, weil auf der Tastatur ist mir das zu schwer. Weil man muss sich sehr an diesen Farben orientieren. Also eben grün, gelb, blau und rot. Thank you.
hat er den niedergemetzelt. Wir gehen schon mal in die andere Richtung. Auf der Brücke! Männer! Es sind zu viele! Verlasst Burg! Wir müssen zu den Palasttoren. Unsere Männer werden nicht mehr lange standhalten. Ah, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Aber den. Wow. Gigantisch den Schädel weggetreten. Wir machen die natürlich alle fertig. Weil das gibt einen guten Bonus. Was fliegen die denn hier rum? Und auch nur wenn man diese Hinrichtung macht, dann bekommt man diese Sachen dazu. Also diesen Gesundheitsbonus oder... Also in dem Fall haben wir nur Gesundheitsbonus. Schaut euch die Kulisse an. Richtiger Römerkrieg. Die Barbaren nähern sich den Palasttor. Müssen ihnen zuvorkommen und sie zurückhalten. Ah ja. Vorwärts, Männer! Scheiß die Leiter runter! Schnell mal die Leitern weggemacht. Also es kommen immer nur noch mehr. Und wir müssen uns mit mehr kloppen. Oh, komm, wir schnell. Komm, wir drehen uns schnell um, wollte ich sagen. Durchbrecht ihre Reihe! Ach du Scheiße. Aber macht richtig Laune. Jetzt können wir den Römern Befehle geben. Salve abfeuern, linker Button. Ja, das kam ja cool. Das machen wir öfter. Mit Pfeil und Bogen ab durch den Helm. Da klettern schon wieder irgendwelche Schergen hoch. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten. Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Ich bin sehr gespannt, wie viel Potenzial das Spiel hat. Also, ob es wirklich langweilig wird mit diesem... wie soll ich das sagen? Mit den Kombinationen... Befehle deinen Soldaten, die Lücke zu schließen und die rechte Flanke zu sichern. Ich allein, die ganzen Soldaten rechts und ich soll links mit deinem Scorpio. Wer bitte ist mein Scorpio? Nördliche Barrikade. Bei strategischen Punkten stehen Brandfallen bereit. Ah, jetzt habe ich das verstanden mit diesem. Und meine Soldaten kann ich auch noch befehligen. Zeitgleich. Man muss also alles im Auge behalten. Geht ihr da wohl weg?
Boah, cool. Feindliche Bogenschützen an der Brandfalle. Jemand muss sie anzünden. Haltet Stand! Ja, da kommt er aber jetzt nicht durch. Befehlt den Katapulten die Aufstellung im Palast hoch. Feuert auf meinen Befehl! Katapultfeuer! Ja, Rückzug, alle! Leute, hier geht es ab. Ich weiß zwar nichts, was hier passiert, aber... aber geschafft ist geschafft. Ende der Kombo, 1007. Keine Ahnung, was das bedeutet. Herr, wir haben sie zurückgeschlagen. Erinnert voll an 300. Du hast genug Ehre, um deine erste Verbesserung zu kaufen. Drücke, um das Verbesserungsmenü zu öffnen. Okay? Dann gehen wir da mal rein. Gesundheit, Fokus, Zuwachs und Kampf. Was haben wir denn? 15.000. Inventarverbesserung wollen wir nicht. Das ist noch rot. Um 1%. Ah, das mache ich mit der Maus. Das ist mir zu viel Arbeit. Gesundheitskapselverbesserung. Gesundheitsverbesserung Rekrut. Ja, da kaufen wir doch mal, ne? Wir können das mit Ehre kaufen. Ja, kaufen wir eigentlich alles, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Okay, das war ziemlich teuer gerade. Ich habe jetzt einfach wieder durchgeklickt. Mehr geht nicht. Ja, das war vielleicht ein bisschen doof, aber gut. Aber ihr seht, das steigt da an. Das macht ja auch nichts. Ja, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Weil wenn ich da jetzt so durchlatsche, ist das ja vielleicht auch doof. Gehen wir mal weiter, oder? Ach, jetzt rennt der schon rein. Ich wollte mich gerade noch umgucken. Erst hier, helft mir, ich befehle es euch. Oh, Nero hat die Buchse voll. Ich sorge mich nicht wegen der Barbaren. Sondern wegen ihm. Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Ding. Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein. Die Gruft. Hier lang. Oh, er hat... Los, jetzt. Die Gemächer. Warum ist die Tür verschlossen? Muss mal gucken, was man hier so machen kann. Die Gemächer hat er in der Gruft auch nicht schlecht. Ich glaube, du... solltest sie vielleicht öffnen. Ah, da haben wir schon so ein Teil. Neue Chronik gesammelt. Können wir uns die jetzt auch angucken? Müsste ja ein Sammlerstück sein, ne? Boah, mein Zeitwecker. Ich denke gerade, wer ist das denn schon wieder? Okay, es sieht auf jeden Fall gut aus. Zerstörungsbonus. Da sind wir auf jeden Fall ein ganz großer drin.
Wir zerstören jetzt hier alles. Ja, Herrschaften. Durch die Türen können wir nicht. Wir müssen Nero in die Gruft geleiten. Können wir hier sonst noch was kaputt machen? Können wir nicht. Wir müssen ja auch ein bisschen rumprobieren. Ja, und wir stellen uns jetzt mal hinter Nero. Und hier würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall den Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Und sag wie immer, so long bis zu einem weiteren Part von Let's Play Wise. Son of Rome. Vielen Dank für die, die eingeschaltet haben. Und euch noch einen schönen Tag. Und so long bis zum nächsten Part. Euer Agent Peanut.